Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Microsoft Flight Simulator X mit mir, dem Superpro. Wir sitzen hier in einer KLM 747. Ich wollte eigentlich mit einem anderen Flugzeug fliegen, aber die Wilco Airbusse, deren Autopilot versagt leider im Moment ziemlich, beziehungsweise ist etwas über meinem Wissen, entzieht sich meinem Wissen, was so diese Autopiloten angeht. Komischerweise habe ich bei einem Nicht-Add-on Wilco Airbus, also bei der bei einem anderen Airbus habe ich es geschafft, der nicht Wilco war. Der hatte den gleichen Autopiloten, aber der hat funktioniert. Keine Ahnung, vielleicht gab es bei dem Wilco Airbus doch noch einige Knöpfe, die ich hätte mehr drücken müssen, können, sollen. Aber das werde ich mir irgendwann nochmal ansehen. Aber jetzt sitzen wir hier in dieser 747 und sorry, dass ihr mich eventuell nicht verstehen könnt. So richtig. Also, die Sache ist, wie auch im Medal of Honor, der Sound des FSX geht nicht runter, beziehungsweise er lässt sich eigentlich gar nicht verstellen. Das weiß ich auch nicht, warum das so ist. Und zweitens ist das Mikro nicht das allerlauteste, selbst auf höchsten Einstellungen. Aber ich hoffe, das ist kein allzu großes Problem für euch. Und ja, wir sitzen hier in München mit der Kennung EDDM. Das wollten ja viele von euch immer wissen, welcher Flughafen welche Kennung hat. Auch wenn es sich ja eigentlich leicht rausfinden lässt, da ich die Namen ja sowieso immer sage. Aber egal, wir wollen von München über die Alpen nach Milano, also den Malpensa Flughafen ansteuern. Ich denke, das wird eine interessante Sache. Und ja, das Boarding hat leider nicht so richtig geklappt. Das werden wir eventuell irgendwann mal nachholen, wenn es funktioniert. Im Moment läuft es nicht so richtig. Aber jetzt habe ich mich einfach mal auf den Taxiway gestellt und wir werden einfach mal hier den Sonnenaufgang beobachten. Nein, wir wollen nämlich direkt losfliegen, haben unsere Route schon im GPS-Gerät, müssen jetzt nur noch mal über den Taxiway auf die Startlandebahn fahren. Fliegen, oder naja, fliegen wäre ein bisschen übertrieben. Wir bewegen uns einfach mal gemütlich dahin. Und entgegen dem, was jemand in den Kommentaren mal geschrieben hatte, dass die Flugzeuge alle von dem Pushback-Fahrzeug auf die Landebahn gezogen werden, das stimmt nicht. Also da muss ich echt sagen, das ist nicht wahr. Die Pushback-Fahrzeuge sind eigentlich nur dazu da, das Flugzeug irgendwo hinzuziehen, falls es in den Hangar muss oder sonst wo. Oder einfach vom Gate, die klassische Anwendung natürlich, aufs Rollfeld oder hier kurz auf den Taxiway zu ziehen. Und von da aus bewegt sich das Flugzeug wie von Geisterhand. Nein, ganz alleine wird dann hier ganz normal gefahren bis vorne auf die Startbahn, wo nochmal alles kontrolliert wird. Währenddessen natürlich die ganzen Sicherheitsanweisungen und so weiter. Das wird alles hier währenddessen gemacht. Und ja, dann werden nochmal die Klappen der Autopiloten und so weiter eingestellt. Und dann geht es natürlich los. Und so werden wir das auch machen. Natürlich die Sicherheitsbedingungen braucht ihr als Zuschauer nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, Vorsicht vor viel Dummgeschwätze in diesem Let's Play. Naja gut, aber es gibt anscheinend einige Leute, die das mögen. Das finde ich auch super. Ich kann wirklich werde ich auch, denke ich, weiterhin so machen, weil es einfach unglaublich ist, auf welche Resonanz diese Flugsimulator-Teile hier stoßen. Jeden Part mal darauf hinweisen, oder beziehungsweise an den Anfang jeder Aufnahmesession, ich mache es seit neuestem so, dass ich immer am Stück aufnehme und nachher schneide. Ich kam mal wieder irgendwie nicht auf den Satz. Komisch. Naja, hier vorne rechts ist dann auch schon unsere Abfahrt. Das Navigationssystem hat sich ja leider nicht gemeldet. Das wäre ja für den einen oder anderen sicher praktisch, auf dem Rollfeld so eins zu haben. Wie für mich? Vielleicht. Ganz hintenrum werden wir nicht fahren. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eine Ausweichroute sowieso. Ja. Mal gucken. Wahrscheinlich werde ich irgendwann mal sogar einen Co-Piloten wieder dabei haben. Das ist alles im Moment im Gespräch mit verschiedensten Leuten. Lasst euch überraschen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das noch auf sich warten lassen muss. Also seid noch ein bisschen geduldig. Ihr kommt sicher auch noch mit mir, dem ollen alten Dummschwätzer, ein wenig klar. Hoffe ich mal. Und ja, ich bin auch mal gespannt, ob ich überhaupt während dieses Flugs auf ein ordentliches Thema komme, beziehungsweise überhaupt den Flug beenden kann, denn ich habe ja noch
Ich warte noch auf Besuch. Und ja, jetzt zieh. Die Bremsen sind nicht durchgetreten, also ein bisschen kannst du da wohl auch noch Gas geben. Ja, also es wird sicher eine interessante Sache, mal so über die Alpen zu fliegen, mal sehen, wie das Ganze hier im Flugsimulator so umgesetzt ist, mal so ganz von ganz oben zu gucken und einfach wieder Spaß haben, wie bei jedem Mal, und ein bisschen rumfliegen, leider nicht mit Airbus, sondern jetzt mit der KLM-Maschine. Ich hatte nicht mal eine Lufthansa-Maschine da, ich muss mir das Repaint nochmal runterladen irgendwann. Aber jetzt muss erstmal diese Maschine herhalten. Boah. Ja, boah. Alles klar. Sprachlicher Abfall. Und zwar in Massen. Wie immer. Das kennt ihr ja von mir. Na, los. Los. Ja. Muss ich erst vollen Schub geben, damit du dich bewegst, du fettes Teil. Mensch. Geh abnehmen. Geh abnehmen, 747. Gut, also. Wir werden uns hier erstmal auf die Startbahn begeben und gucken, vielleicht kommen wir ja sogar mittig drauf und dann erstmal alle Sachen prüfen, die so anfallen, anliegen. Na, gerade. Hört ihr überhaupt den Sound? Ja, okay, den Sound hört man. Ja, den Sound hört man einigermaßen. Das ist dann okay. Denn ich höre ihn etwas wenig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich nur die Cockpit-Geräusche sind, die ich so laut höre. Oder auch die Triebwerke. Deren Sound sich im Moment eigentlich gar nicht verändert. Na gut, wir begeben uns mal ins zweidimensionale Cockpit, um zu gucken, was wir also einstellen müssen. Erstmal natürlich die Richtung, in die wir fliegen wollen. Na. So, da kommt auch der lilane Pfeilstrich, wie auch immer. Wir wollen eine Steilgrade von anfangs vielleicht 2000 Fuß und auf eine Zielhöhe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange der Flug dauern wird. Ich werde einfach mal auf 25.000 Fuß gehen. Das war ein bisschen viel. Ach ja, man kann es ja auch mit dem Scrollrad. Ich verpeile das natürlich. Das haben wir. Und dann wollen wir natürlich eine annehmbare Geschwindigkeit. Ich tippe mal auf 250 Knoten. Wir können natürlich irgendwann immer noch nach oben korrigieren. So, das wäre richtig, die Autobrakes, der Malpensa hat so, glaube ich, 10.000 Fuß an Länge. Da werde ich mit den Autobrakes 2 auskommen. Außerdem ist es ja so, dass die 3 und die Maximalstellung sowieso etwas übertrieben sind. So, ich werde einfach mal die Klappen auf 10 hochstellen. Bin mir nicht ganz sicher, wie lang die Landebahn hier ist, aber ich tippe mal so, doch, das waren 9.500 oder so bei München. Kann mir ja nochmal jemand in die Kommentare schreiben, der es gerade da hat, der es gerade parat hat. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles eingestellt. Den Autopiloten werden wir natürlich in der Luft erst aktivieren. Eingestellt ist er ja. Genau, also auf geht's nach Italien über die Alpen. Mal mit Vollgas. Wunderbar, genau. Die Landelichter sind natürlich auch aktiviert. Aber es scheint mir so, als ob die Triebwerke etwas... Ja, ich glaube, die Triebwerke sind etwas leise. Aber, wie gesagt, ich habe ja das neue Headset. Und da können schon mal einige Sachen schief gehen. Muss ich mich erstmal noch an alles gewöhnen, weil das ist ja etwas extravaganter als alle anderen bisher. So, die Landescheinwerfer kann ich ja dann jetzt auch schon wieder ausmachen. Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Es ist ja jetzt schon früher Morgen. Und da ist genug Licht da, im Frühling. Genau, also das hier ist der Frühling. Wir haben jetzt in echt Spätsommer. Es wird auch langsam schon kalt morgens. Das ist schon richtig nervig. Und ja, ich würde mal sagen, wir sind airborne. Ich werde das Fahrwerk einfahren, den Autopiloten aktivieren und natürlich auch den Flight Director mit der gewünschten Geschwindigkeit, die wir halten wollen. Der wird uns dann jetzt die ganzen Triebwerkseinstellungen automatisch vornehmen. Ich werde ihm mal sagen, er soll noch etwas mehr steigen, denn wir haben ja noch Ressourcen, was so die Triebwerke angeht. Genau, also hier in München sind wir.
gucken uns mal um, ich zoome mal ein bisschen raus. Und ja, das wird, denke ich, ein schöner Flug. Hier sehen wir auch den Einfluss von Ultimate Terrain X mit den schönen Straßenlichtern. Da unten fahren normalerweise Autos, aber bei einer Bildrate von im Moment 25 Bildern pro Sekunde kann man jetzt nicht erwarten, dass ich da noch Fahrzeuge einstelle. Aber es ist, wie immer, ihr kennt mich ja, ich bin da immer ganz fanatisch, was so den Flugsimulator angeht. Ich bin da immer ganz froh, stolz, werde mal das GPS anstellen. Ja, wir sind ungefähr doch so auf Kurs. Oh, ein bisschen. So. Na, also. Na, noch immer noch ein bisschen, ansonsten ist das ja total gestreckt. Mein Gott. Ja, also wir fliegen erstmal geradeaus, werden in 2 Minütchen oder einer, hier sehen wir ETE, haben wir letztes Mal alles im Detail auch wieder verstanden, wie das so abgeht. Werden mal gucken. Ja, München. Ich war jetzt noch nie, ich war natürlich schon in München, aber ich wüsste jetzt nicht, wie das von oben aussieht, ob das jetzt detailgetreu ist oder nicht. Das müsste mir dann ein Ansässiger von dort mal bitte sagen, ob das so ist. Und ja, hier sehen wir auch schon die ersten Wolken. Und wir werden nachher in den Alpen über den Wolken sein, mit der Sonne im Rücken. Ich denke, das ist eine super Sache, das gefällt mir. Also, hier sehen wir schon den ersten Knick, den wir gleich unsere Route haben. 1-2 Minuten. Ich hoffe, ich werde mal einfach die Geschwindigkeit etwas höher setzen. Ich denke, etwas mehr. Oh, nee. Das war der falsche. Der wäre es gewesen. Das wäre a price gewesen. Ja, die Fluggäste wundern sich wahrscheinlich jetzt schon, was ich für Sachen mache. Ist mir aber doch egal. Ja, noch unten schön Stadt, nachher wird es natürlich ländlich. Und ich fände es super, wenn mir nochmal einer sagt, was ich in die Flugsimulator CFG schreiben muss, damit ich etwas mehr Detailradius habe. Ihr seht es ja da hinten. Okay, bis auf die Texturen des Flugzeugs, die ja etwas verschwommen sind, einfach da hinten, dass da hinten einfach wieder ein bisschen mehr Details drin sind. Ihr seht ja jetzt die Maus, ich habe das ja so eingestellt, dass ihr die Maus seht, glaube ich. Und ich hoffe auch, ihr seht das jetzt nicht. Mein physikalischer Speicher, also mein Arbeitsspeicher, ist schon zu 70% ausgelastet. Ich glaube, bei 75 oder so macht er dicht. Muss ich sehen, wie lange er das hier durchhält. Aber ich hoffe mal, lange genug für dieses Let's Play. Und ja, ich werde auf jeden Fall mal die Aufnahme, also diese Aufnahme der Route beziehungsweise der Landung nachher starten, also nachher halt, und damit wir auch schön die Landung sehen können, beziehungsweise bisher hat sich niemand gewünscht, die Landung nochmal zu sehen, aber wer Lust hat, wie gesagt, ich hoffe, ich erinnere mich nachher noch dran, einfach mal sagen, ich will die Landung nochmal sehen, falls sie glückt, diesmal. Das ist aber seit Part 3 und Part, ich glaube, 21 sind alle Landungen bisher geglückt. Bin ich relativ froh drüber. Ist auch nochmal ein großer Flughafen. Schön. Ja, und wie gesagt, das Boarding werde ich nächstes Mal natürlich auch mitmachen. Einfach mal die Fahrgäste rein und die ganzen Tanks aufgefüllt, Gepäckwagen und so weiter, gibt's ja alles hier. Und da das die Standard 747 ist, werde ich mir dann noch was einfallen lassen. Aber wir werden das ja alles wunderbar sehen können. Ja, alles gemütlich hier ohne Probleme in den Morgen reingeflogen. Ach, ist das schön. Guck mal da. Diese Sicht lasse ich jetzt erstmal, damit ihr erstmal ein bisschen gucken könnt, ein bisschen euch freuen könnt.